Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Grounded zusammen mit Max. Hi, na, ich bin, hallo. Willow. Hey, Leute, na. Und Hups. Hallo, ich bin Lux. Und ich bin Pete. Und wir starten zurück ins Spiel. Es gab ein Update seit dem letzten Mal, das wir aufgenommen haben. Es gibt jetzt einen Vogel, es gibt Zäune und es gibt Tische. Oh. Wir. Das Update war nicht nett zu unserer Basis. Verstehe ich denn? Irgendwie wurde das Gebiet anscheinend leicht überarbeitet. Ist jetzt hier ein Loch. Ja, hier draußen auch. Was zur Hölle? Hier sind Fußstapfen jetzt. Von Hund oder so. Ah, cool. Ich habe das letzte Mal unsere Basis geupgradet und mehr Lagerplatz erschaffen. Alles eingelagert, damit Zombie Paluten nicht mehr töten muss, wenn er Sachen irgendwo hinwirft. Aber anscheinend ist unsere Basis jetzt einfach springt kaputt. Springt man irgendwie höher? Doch, kommt mir auch ein bisschen so vor. Ja, okay, ja, hey Leute, was machen wir jetzt? Wir haben das letzte Mal Boden freigeschaltet. Ich habe hiermit schon eine Decke gemacht. Weiter wollte ich nicht bauen, weil ich gedacht habe, wir bauen zusammen eine Basis. Wollen wir einfach umziehen? Was ist das hier für ein Fußabdruck überhaupt? Ja, ein Hund. Naja, wir könnten unsere Basis auch wieder aufbauen, aber wir könnten auch was Neues bauen. Ja, aber guck mal, es sind doch so zwei hintereinander und der eine daneben ist viel riesiger. Stimmt. Wie bei so einem Schuh, wo so eine Lücke in der Mitte ist. Ich weiß, was du meinst. Ach so, diese Schuhe auch? Das könnte echt sein. Warte, was hat Paluten gesagt, bevor... Mensch ist in unsere Basis getreten. Was ein Trick. Ja, klar. Ja, du hast recht. Ja, natürlich ist das ein Schuh. Okay, als ob ein Mensch einfach unsere Basis zerstört hat. Ja, das ist einfach reingetreten. Toll, danke, Mensch. Du und die Mensch. Warte, Paluten, wo wolltest du leben? Irgendwo, wo es ein bisschen offener ist. Offener? Ja, ist eine gute Idee, ja. Also die Sache ist, die andere Sache, die wir natürlich haben, ist bei diesem Fruchtpaket, wo halt immer mal wieder Essen rauskommt. Da hat Zombie gemeint, hätte auch schon Gerüst hingebaut, während ich das andere Zeug platziert hatte. Heißt, wir könnten erstmal hier nochmal Sachen aufbauen. Heißt, hier auch einfach Boden platzieren, aber... Oh, und da ist Essen. Ja, also ich hätte an sich nichts gegen eine neue Basis auch, einfach generell irgendwo. Ja, ich überlege gerade aber, wohin. Also wir könnten halt zum Baum gehen, dann haben wir da halt immer Spinnen um uns herum. Ja, und die Spinnen wurden stärker gemacht, das heißt, das wäre echt blöd. Die einzige Sache, die halt ein bisschen blöd gerade ist, ist hier, dieses Jerky-Rack. Beagle Jerky? Ja, dieses Jerky-Rack, den ich hier aufgestellt habe, der war halt echt teuer zu bauen und ich weiß nicht, ob man den einfach abbauen kann. Wir können den ja auch stehen lassen, wir können eine neue Basis einfach bauen. Naja, recycle, mach ihn einfach kaputt. Ja, aber dann kriegt glaube ich nicht 100%. Ja, egal, das ist schon mal an der Equip, meine krasse Axt. Ansonsten, schlag mich mal, Zombie. Dankeschön. I need some help. Hallo, warum hast du nochmal auf mich geschlagen? Damit es schneller geht. Die Sache ist, es gibt anscheinend noch andere Gebiete, bei denen wir nicht waren. In die andere Richtung vom Baum gibt es irgendwo nur noch so ein Killergebiet, wo so Ultraspinnen sind. Heißt, wir könnten uns ja heute einfach ein bisschen umgucken, wenn wir einen Spot finden, den wir nice finden, da einfach dann leben. Ja. Okay. Wollen wir zum Rechen gehen? Danke. Wenn wir eine neue Basis bauen, baue ich da einen Turm. Das ist meine Aufgabe. Ja, ein Turm wäre echt, ein Aussichtsturm, dass wir so weiter oben sind, wäre echt cool. Danke. Wollen wir zum Rechen gehen, Leute? Das ist ein Guckpunkt. Und da ist vielleicht krass. Kommentare haben geschrieben. Erstmal 100 Meter runterfliegen. Ja, keine Ahnung, ist richtig traurig, weil ich habe extra zwischendrin aufgeräumt, weil ich gedacht habe, wir bauen da jetzt unsere neue Basis auf und nochmal extra diese Blätter geholt, aber jetzt ist es ja nicht mehr verwendbar. Die Sache ist, wenn wir die neuen Spinnen töten, können wir da bestimmt auch neue Sachen erforschen. Und obwohl, wir müssen auch nicht an der Forschungsstation leben. Was ist denn hingefallen? Warte, ich hier Zombie hat mich kaputt gekloppt. Das Ladybug. Du bist gerade wo runtergesprungen. Das bin ich ein bisschen Lügner. Nein. Wo soll er hier runtergesprungen sein? Hier von den Grashalmen, der ist hier gerade oben rumgeklettert. Ich habe hier gerade einen Ladybug irgendwo gesehen. Aber irgendwie... Leute, wie Full Lives? Ihr seid alle jetzt, gab kein Leben mehr, oder? Nee, die sind doch alle down. Was ist das für ein, was ist ein Pollenflug? Achtung. Da brauchen wir doch eine Gasmaske. Oh nein, das Birke. Oh Gott. Hier brauchen wir eine Gasmaske. Ich glaube, wenn wir weiter reingehen, ja. Ich pull mal den Ladybug. Oder ist das echt... Keine Ahnung. So, wir töten den jetzt. Weil ich hätte gerne eine Ladybug-Rüstung für Zombie. Okay. Es wäre cool, wenn jeder so eigene Rüstungen hat. Warum ist da ein Speer in dem Arm drin? Wäre ich dabei. Okay. Ich schieße einfach beinahe 100 Pfeile drauf. Okay, ich greife ihn von hinten an. Okay, ich schlag einfach Manu. Danke. Okay, er will chargen. Nee, er ist gestunt. Ja. Kann ich meine Pfeile dann am Ende zurückhaben? Er ist nicht mehr gestunt. Doch, da stecken ein paar Stück drin. Okay, Hammer. Okay, zum Wetterfluten. Oh, ich habe Ladybug-Patch schon mal aufgehoben.
Ich will nur meine Pfeile. Der Head ist anscheinend auch neu. Den haben wir noch nie erforscht. Okay. Ja, vielleicht ist auch ein seltener Drop. Die Köpfe sind ja immer nicht so häufig. Okay, aus was macht man Gasmasken? Da bekomme ich aber dann die erste, ne? Weil ich habe ja echt ein Pollenproblem. Haben wir nicht sogar schon eine gehabt? Nee, bin tot. Nicht. Stinky Bug Part. Warum bist du da ganz weit drin? Warte, Paluten? Woran bist du gestorben? Ja, ich dachte, die Pollen sind vielleicht doch nicht so schlimm. Und war aber warte, so ich gebe einfach auf. Okay. Die Richtung ist schon mal verloren. Was ist das da hinten für ein Riesenblock? So, siehst du das? Ist es ein Haus? Du bist da und du guckst. Es sieht aus wie ein Haus, ja. Ja, okay, ich geh in die Richtung. Weißt du, so verschwommen, ich erkenn's nicht. Kann man die Verschwommenheit ausmachen irgendwie ein bisschen? Nee, bestimmt nicht. Also die nicht. Das ist ja wirklich die krasse Entfernung, die damit. Das können einfach unsere Augen sind einfach zu klein. Motion Blurs, Field of View. Ja, nee. Ich hab das alles aus. Da, guck mal. Das ist eine Stinkkäfer. Oder was ist das? Mordane, guck nochmal zu der Hütte. Ja, ich seh's. Das sind nicht Kakerlaken? Oder Kakerlaken? Nee. Ich würde sagen, die stinken. Zum Beispiel kannst du einen pullen mit dem Pfeil? Mhm. So einen riesigen? Ja. Ach, wie ekelhaft das Spiel ist, ne? Okay, er kommt. Ich glaube, die brauchen wir für die Gasmaske. Ja, die brauchen wir für die Gasmaske. Ich hab grad geguckt. Oh ja, die sind echt nicht so. Oh, ey, oh, der macht seinen Arsch weg. Ich bin tot. Alter, das hat echt viel Damage gemacht. Das macht instant Schaden, ja, super. Kann mich einfach aufheben? Warte, drauf? Kann ich nicht, okay, ne? Okay, ist er gestunt? Nee, oder? Ja. Aber wir kriegen ihn trotzdem. Doch. Er ist gestunt. Er ist tot. Du darfst looten. Stinky Bug. Genau, die brauchen wir für die Gasmasken. Wollen wir ihn auch? Oh, ja, das, oh, Schaden. Aua. Ja, deswegen nicht. Ich habe halt 1 HP, ich darf da nicht hin. Aber jetzt ist es weg, oder? Ja, nee, ich war gerade eben schon bei mir weg. Nee, ich kriege immer noch den Threat Alert. Ich bin down. Er ist down. Palette, kannst du mich aufheben? Ich kann da nicht aufheben, irgendwie. Palette, heb mich auf. Was denn? Ich bin in 6 Sekunden tot. Bitte rette mich. Ja. Danke. Ein Ding. Bei mir noch ein Käfer, das schade. Hallo? 3, 2, 1. Hey, warum will er mich? Weiß ich nicht, weil du näher dran bist. Pups, oder? Ja, oh nein. Alter, der hat so gezittert. Lauf. Oh Gott, nein. Solange er nicht pups, ist alles gut. Stimmt. Er ist gestunt. Okay. Hörte den. Ich loote, ich hab eh schon gelootet. Ich stink Gasack. Was ist das für ein Käfer? Das ist selber nochmal. Oh, und hier ist immer noch Gift. Oh, auch man sieht's nicht. Das Gift ist immer noch da. Man sieht's am Rand, ja. Hilfe. Okay, ich probier's. Ich opfer mich. Ich kann Zombie da nicht liegen lassen. Oh. Ja, ist okay. Den töten wir noch. Hallo. Hier von hinten ran. Er pupst raus. Ich bin raus. Oh mein Gott. Alter, die sind das. Pupsen, das ist ja richtig schlimm. Aua. Oh. Ich mach erstmal Pfeile, weil ich Angst hab. Oh, ich hab gut Schaden gemacht. Ich hab auch gerade Pfeile in seine linke Arschbacke geschossen. Oh nein, der will. Pups, ah, ich hab ihn gestunt, nice. Ja, er ist gestunt, okay. Okay, ja, könnt ihr, glaub ich, mit drauf. Ja. Oh ja, schön. Okay. Gut. Ich hab nicht aufheben können. Nee, ich hab einfach Respawn gedrückt. Ja, ist wenigstens alles wieder voll. Die andere Sache, die wir dafür brauchen, ist diese Weevil Nose. Das sind diese kleinen Dinger, die als rumlaufen mit dieser langen Nase. Okay, warte, wir haben jetzt alle geklärt. Was haben die bewacht? Bewachen Insekten irgendwas? Ich glaube nicht, aber trotzdem, vielleicht ist ja was. Oh, wollen wir den letzten noch machen? Ja. Er schläft doch. Warte, mach den Aufladeschlag dann. Ja, wie macht man einen Aufladeschlag? Linksklick gedrückt halten. Hinter dir, Maudado. Hä? Hinter mir? Du bist fast in sein Gesicht getreten. Nee, ich mein den da, der da rumläuft. Oh, da sind zwei. Hä? Ich hab den anderen gemeint. Nein, meine Freunde. Rette mich. Ich rede hier von einem schlafenden Käfer und er redet mit dem... Ja, hinter drüben ist einer auf uns zugelaufen gekommen. Genau. Ja, aber ich hab den Schlafenden gemeint. Der war doch nett. Und ich hab ihn aufgeregt. Okay. Respawn. Der hat sich instant wieder schlafen gelegt, nachdem ihr gestorben seid. Ja, er hat sein Ziel erreicht. Bedrohung ist weg. Hä? Der Käfer bekämpft eine Ameise. Die Ameise hat keine Chance. Warum macht die das? Oh, sie rennt weg. Nee, sie kämpft. Ich unterstütze die Ameise. Take all. Wir wollen es auch bald machen, dass equipte Sachen nicht mehr im Inventar, nicht mehr im Inventar rumliegen. Oh, danke. Hier, ne? Oh, ich hab ihn gestunt. Oh, nice. Ja, dann komme ich auch in Nahkampf. Ja, das Kampfsystem ist, man muss irgendwie mit dem Endklapp muss man Ewigkeiten warten, bis man klicken kann. Ich hab zwei Parts. Also die Ausdauer ist ein Riesenproblem. Der schläft ja. Okay. Ich schieß jetzt rein, ja? Okay, aufgeladener Schlag. Oh ja. Zack! Boah, Alter, der hat mich richtig weggeschossen. Der pups. Weg. Nimm diese Fackel. So stemmig, du bist so ein hässlicher. Okay. Ja. So, da hinten ist eine riesen Kassette. Und was ist das? Ein Scheinwerfer? Das ist eine Gartenlampe. Ah, eine Gartenlampe.
Und da ist ein Ende. Ah, da. Okay, da wird das noch Ende umgebaut. Das Ende der... Sind wir in der Beta oder sind wir... Was ist Early es genau? Access. Early Access. Ja. Also Beta. Was ist, wenn ich da durchlaufe? Oh Gott, das will man darf's. Okay, ich will's nicht probieren. Okay, jetzt will ich kommen. Dann wirst du zum Under Construction Element. Ja, eben. Dann werde ich mit einfach mein ganzes Inventar gelöscht oder so ein Schmarrn. Ich gar nicht markieren. Ich bin durchgegangen und die Polizei kommt. Ja. Okay, ja gut, dann gehen wir zurück, craften die Gasmasken und dann können wir in dem ekligen Gebiet leben. Leute, ich habe eine Idee. Sind wir blöd? Wir haben doch Böden. Können wir jetzt dann nicht einfach Böden reinmachen, wo ein Loch ist? Ja. Aber wer weiß, wo genau der Boden dann hinplatziert wird, ob das dann so mündig ist mit der Wand. Ja, aber wir hätten es doch wenigstens probieren können. Ja. Ja, man musste halt die ganze Basis erst einmal abreißen, um die Böden hinzumachen. Ja, wir können ja mal gucken. Ja, so? Ja aber wir sind so? Ja nicht eben auf einer, weißt du? Ja, ja, das meinte ich vorhin, vor 10 Sekunden. Ich glaube, unser größtes Ziel sollten die größeren Kisten sein. Ja, das stimmt. Okay, warte. Erstmal Gasmasken. Wir hatten irgendwo noch richtig viele Weevil Parts, glaube ich. Also die habe ich immer hier irgendwo reingemacht. Hier, 3 Nasen. Wir bräuchten 4. Bräuchten noch Gnatfuß, heißt Fliegen töten. Habe ich. Und noch eine Weevil Nose. Dann könnten wir 4 Stück machen. Ich habe noch 2 Stink. Oh, das ist eine Fliege. Weevil Nose. Ich habe eine Weevil Nose. Ja, perfekt, dann können wir... Netfass habe ich 10 Stück. Ja, perfekt. Kiste ganz hinten rechts in dem Lager. Da kannst du reingucken, Mordo. Ganz hinten rechts im Lager. Da habe ich all mein Craft-Zeug gerade reingelegt. Craft? Die Gasmaske. Lass mal gucken, ob sie da ist. Okay, ist da. Gasmaske craften. Ja. Okay, und jetzt, ich habe 2 gecraftet und jetzt brauchen wir noch 6 Gnatfuß, um 2 weitere zu machen. Ganz hinten rechts in die Kiste lege ich eine Gasmaske rein. Okay, Manu, wir gehen ins Sumpfgebiet und töten dabei ein paar Fliegen. Nö, ich bleib bei meinem Freund. Also, ja, okay, dann bleib bei deinem Freund. Jetzt ist der eifersüchtig. Ich geh jetzt allein dahin. Komm jetzt mit meiner Axt und klatsch dir eine. Nein, bitte nicht. Aha! Max hat euch enttarnt! Was machst du hier mit meiner Freundin? Oh, du bist... Mautado! Oh, das ist nicht so, wie es aussieht. Ich mach gar nichts. Wie kannst du es wagen, meine Freundin mir aussparen zu wollen? Ich fordere dich zu einem Duell! Du bist ein Duell? Hä? Ja! Nein. Manu! Ja, sehr gut! Ja, Manu hat mich geschlagen. Nee, 2 gegen 1 spiele ich nicht. 2 gegen 1 spiele ich nicht. Wir bringen ihn jetzt um. Los, hops! Ich vergebe dir alles, wenn du mir seinen Kopf bringst. Ich werde ihn hops nehmen, pass auf. Du meinst, du wirst den Hups nehmen? Ja. Einfach Hups das ist ein Ladybug. Das ist vom Baum, die Dinger. Wollen wir Ladybug machen, Leute, oder schlagt ihr mich? Ich schlag dich nicht, keine Angst. Ich hab Angst, ich will doch nur Fliegen töten. Ja, und wir wollen nur dich töten. Oh, ich hab meine Axt super weit weggeworfen. Ich hab ihn. Und es ist dunkel. Okay, ich nehm seine Axt. Ey! Hey, die gibst du jetzt wieder, du Dreckiges. Ich werde den kriegen, ich geh die bessere. Da, Route. Ich spür die. Ah, ich bin down. Ja, dein Freund ist down. Max geschändet. Mama, bitte. Dann willst du mich gerade angreifen? Ja, ist Frieden oder nicht? Schau doch mal, wer hinter dir ist. Ja, Zombie, aber der ist mein Verbündeter. Oh, eine Ameise. Ja, hast du gerade geschlagen? Nein. Wo ist er? Die Ameise! Ja, die Ameise hat dich gefinisht. Richtig. Ah. Hallo, Zombie. Zombie, hört mich auf. Ah, das war hallo. Nicht so. Mein Spiel ist gecrashed. Warum sind hier jetzt Work? Warum haben wir jetzt die krassen Ameisen hier? Zombie, was guckst du? Zombie ist einfach nur angewidert. Er überlegt, ob es wert ist, uns aufzuheben. Warte, ich mein Screen in die Gruppe. Ich hab nicht mehr lang. Wie findet ihr meine Aussicht gerade? Oh, ja, die ist schön. Oh, jetzt mittlerweile alles schwarz. Wir alle aufeinander liegen. Ja, Max. Ich bin wieder da, du Süße. Alter, die Ameisen. Zeug mir wieder ein paar zusammen. Ich lebe. Mordado. Ja, die Ameise hat dich gerettet. Die hat die Plattform kaputt gemacht. Ach so, deswegen bin ich durch den Boden gefallen. Ja, okay. Ja, also, Leute, wir müssen neue Böden bauen und dann können wir die Wände dran setzen. Dann funktioniert's. Ah. Ja, das war's. Ja, aber der Ort ist doch doof. Wir haben hier diese blöden Spinnennetze aufgebaut. Und das Jerky. Ja, und naja, hier habe ich das erste Mal Zombie kaputt geschlagen. Wir craften das nächste Mal die Gasmasken, gehen ins Gasgebiet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Ich hab Durst.